Der 29. Spieltag leitet die englische Woche ein. In der Bundesliga geht es um alles, vor allem im Abstiegskampf. Aber vielleicht auch dank Wolfsburg noch in der Meisterschaft. Yeah, und letzter Spieltag, auch wenn die 2-4er-X-Systemwette nicht so ganz erfolgreich war, haben wir dann doch dank Leipzig und Union Berlin ein kleines Plus verzeichnen können. Vielen Dank an die Mannschaften aus Ostdeutschland. Ja, und vor allem ein Unentschieden war es ja dann immerhin, aber die anderen drei Spiele wurden eigentlich durch bescheuerten Fehler oder in der Nachspielzeit oder in der Endphase entschieden. So ist der Fußball. Er ist halt so. Apropos Leipzig, jetzt gerade so nach dem Bayern-Spiel wieder in die Spur mit dem Sieg gegen Bremen. Ich habe es gesagt, die watschen die ab und ich sage jetzt auch, die watschen auch Hoffenheim ab. Zack, zack, und weißt du warum? Weil Hoffenheim am Montag erst gespielt hat und nur ein paar Tage Zeit dazwischen hatte und überhaupt auch ein schwaches Team ist. Ja, unabhängig davon. Sie legen jetzt am Freitag vor, wir haben das Topspiel, nein, die DFL hat das Topspiel natürlich Leverkusen gegen Köln angesetzt. Wir haben das Spitzenspiel mit Bayern gegen Wolfsburg in Wolfsburg, vielleicht geht da was. Und Leipzig kann jetzt hier mit dem Sieg den FC Bayern unter Druck setzen. Hoffenheim hat eine enttäuschende Saison bisher gespielt, sind immer noch im Abstiegskampf drin. Und deshalb denke ich auch, ich hoffe auf gute Quoten, denn ich sehe hier auch ein 2-3-4-0 sogar. Und wenn wir jedes Mal einen Euro kriegen würden, wenn wir sagen, dass Hoffenheim eine enttäuschende Saison spielt, dann hätten wir auch schon einiges an Plus gemacht in der Saison. Aber 1,43 ist sehr niedrig auf Leipzig. Gegen Bremen war das okay, finde ich, aber gegen Hoffenheim nichtsdestotrotz, ja, das ist irgendwie dann wieder so der klassische Favoriten, die Favoritenwette. Und diese 1,5er, findest du gut? Ja. Ja. Wir müssen es nicht spielen, nee. Aber ich glaube halt wirklich, also bei Hoffenheim stand jetzt zu dieser Uhrzeit, ist Kramaric noch fraglich, könnte, ich sage jetzt einfach mal, ausfallen oder fällt aus und dann, wer soll denn bei Hoffenheim großartig Tore schießen? Also ich glaube halt schon, dass Leipzig da jetzt nochmal Gas geben will. Also heißt viele aber nicht, Tore. Dass sie gewinnen. Vielleicht 2-1. Beide Teams treffen, könnte ich mir vorstellen, wenn Kramaric gespielt hätte, spielt. Da würde mir die 1,8 gut gefallen. Ansonsten bin ich bei dieser Handicap-Wette auf Leipzig diese Woche trotz der Euphorie irgendwie nicht dabei, weil die Quoten das nicht hergeben, auch wenn ich es auch durchaus glaube. Aber man muss okay. Ja nicht auf alles setzen. Für alle, die uns hin und wieder verfolgen oder neu dazugekommen sind, wir führen ja Statistik. Wir haben gesagt, wir wetten nicht mehr auf beide Teams treffen, Unter- oder Übertore. Wenn wir das von Anfang an beherzigt hätten, hätte wenn und aber klar, dann hätten wir, glaube ich, 8,5 Einheiten wegen Über-, Unter- oder Tore-Wetten verloren. Deshalb gehen wir nur noch auf das andere. Ja, vor allem dachte ich immer so, Over-Under-Wetten sind Gambling, aber nee, da kannst du einfach gar nichts gewinnen damit. Bei Gambling kannst du immerhin noch 50-50 Chancen. klar gibt es welche, die da super gut sind, aber machen wir uns nichts vor. Du belügst dich doch einfach nur das selbst damit. Gladbach gegen Frankfurt. Wow, was war das für eine Nachricht? Adi Hütter geht nach Gladbach. Hat die Chance mit Frankfurt Champions League zu spielen, geht aber dann lieber wohin, wo er nicht diese Doppelbelastung hat. Wahrscheinlich lieber weniger Spiele, dafür mehr Geld. Oder wie ist die Argumentation zu verstehen oder dieser Wechsel? Es war auf jeden Fall die schlechteste Hütter-Interpretation, die es, glaube ich, auf dem YouTube-Markt gibt. Ich verstehe es nicht. Ich bin auch mal gespannt. Ich denke, der Hütter hat bisher wahnsinnig gute Arbeit geleistet und ich kann mir vielleicht vorstellen, auch wenn ich ihn jetzt persönlich nicht so einschätze, dass man nach Saisonende mal erfährt, was da hinter den Kulissen schiefgegangen sein muss, mal abseits vielleicht von mehr Geld. Wenn es viel mehr Geld ist, was Gladbach zahlt, dann muss man sich auch überlegen, ob man den Hütter nicht verstehen kann. Aber von außen betrachtet ist es eine ganz, ganz komische Nummer. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass der Hütter so dicke mit einem Fredi war.
weil Fredi geht ja jetzt auch nach Berlin. Das wurde ja jetzt offiziell auch verkündet. Ja, muss man aber sagen, Max Eberl ist halt ein geiler Manager. Das ist, glaube ich, schon ein Argument, dass der wirklich Überzeugungskraft hat und auch irgendwie macht es doch auch Sinn. Als Trainer hast du eigentlich eine Haltbarkeitsdauer von 2 Jahren. Und wenn du dann sagst, nach 3 sehr, sehr guten Jahren bei einer englischen Durchschnittsmannschaft, mehr geht eigentlich gar nicht. Und dann schmeißen sie ihn halt nächstes Jahr irgendwann raus. Und dann geht er halt mit angekratztem Image. Und so verlässt er halt das Frankfurt als Champions League-Teilnehmer. Also ja, kann man auch mal sagen, wenn ein Trainer einfach ein gutes Timing hat, das ist nicht so oft der Fall, Hashtag Jogi Löw oder so. Ja. Naja, aber dieses Spiel jetzt, warum ich hier glaube, dass hier Frankfurt nicht gewinnt, obwohl sie ja in der Tabelle Vierter sind und einen bärenstarken Lauf haben, ist eben diese Hütter-Bobic-Thematik. Und weil sie letzte Woche gegen Wolfsburg so ein Spiel hatten, dass sie wieder mal gewonnen haben, nachdem sie auch schon gegen Dortmund gewonnen hatten und gegen Bayern gut gespielt hatten, sodass sie jetzt gegen Gladbach auf die leichte Schulter nehmen und Gladbach wieder da ist. Das wäre mein Spielplan. Es ist eine sauschwierige Nummer. Du sagst, Frankfurt spielt Champions League nächstes Jahr. Ich sag so, die Wahrscheinlichkeit ist so 60-65%. Einfach weil sie so ein Punktepolster haben, wo vielleicht die Mentalität ist, sie können sich eigentlich nur noch selber schlagen. Dortmund wird von hinten vielleicht nochmal anrennen, vielleicht auch nicht. Aber es ist jetzt eine ganz, ganz gefährliche Nummer. Und jetzt mit der Meldung von Hütter, wenn sie jetzt in diesem Spiel kein Erfolgserlebnis haben, ich glaube, dann erleben wir eine super heiße Schlussphase um Platz 4. Auf dieses Spiel würde ich definitiv nicht wetten wollen. Und dann sollte man entweder unentschieden setzen oder gar nicht. Ja, das stimmt natürlich auch. Also, weil ja auch so auf Wetten auf Gladbach so eine schlechte Quote geben und das Unentschieden mit 3,86 natürlich etwas ist, was hier absolut das Realistischste ist, wenn man sich auch die beiden Quoten der jeweiligen Teams anschaut, sollte man bei dieser 3,86 absolut zugreifen, verkauft, erste Wette hier unentschieden, Gladbach-Frankfurt. Und aus dem Grund, weil ich glaube, dass Frankfurt das nicht gewinnt und auf der anderen Seite Gladbach nicht unbedingt so überzeugend war zuletzt, ja, obwohl sie ja gegen Hertha mit 10 waren. Und ich glaube, dass Gladbach das nicht gewinnt. Das ist ja dann nur gute Voraussetzung für ein Unentschieden. Eben. Und eine gute Voraussetzung für ein Unentschieden hätten wir auch fast bei Augsburg gegen Bielefeld, wenn die Augsburger nicht so grottenschlecht wieder wären zurzeit. Aber zu Hause schaut es immer ein bisschen anders aus bei denen. Ja, die haben gegen Schalke verloren. Das ist Bielefeld bitter. Hingegen ist dabei. Also die Arminia, wenn wir mal vielleicht einen kurzen Blick auf die Tabelle werfen könnten, hat ein machbares Restprogramm, hat natürlich genau trotz schlechtem Spiel wichtige 3 Punkte geholt. Sie haben es wirklich durch das Restprogramm in der eigenen Hand, das muss man mal sagen. Und mit 26 Punkten sind sie quasi auf Platz 16, klar. Aber jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, geht es gegen Augsburg. Wenn du die in der jetzigen Situation nicht schlägst, wann dann? Aber das ist ja immer die große Gefahr, wenn man bei Augsburg-Spielen tippt, dann hauen sie auf einmal wieder einen raus. Also ich bin gerade auch auf die Quoten gespannt. Und wenn ich diese 32 Punkte vom FCA sehe, dann muss ich sagen, die könnten diesen Sieg sowas von gebrauchen, damit Bielefeld, es ist ja ein klassisches 6-Punkte-Spiel, ordentlich hinter sich lassen. Ja. Ansonsten ist Bielefeld dran. Bis auf 3 Punkte sogar in Augsburg. Und dann wird es für die schon auch brenzlig, vor allem aufgrund der Leistungen. Wie gesagt, wenn du gegen Schalke verlierst, dann wird es für dich auch vielleicht nochmal ganz eng in den letzten 6 Spielen. Aber hier, ja, also normalerweise würde ich Augsburg supporten, aber nicht nach der Schalke-Niederlage, oder? Oder sagst du, die machen es mit einem Asian Handicap oder ein direkter Sieg? Ich weiß es nicht, aber ich sehe es halt nicht, wie Bielefeld auf einmal jetzt so overperformen soll und punktet Woche für Woche. Das Gleiche hatten wir mal mit Union Berlin, das hat uns auch Woche für Woche überrascht. Und deshalb sollte man vielleicht mal hier die Hände weglegen und lassen und sich dann ärgern, wenn man nicht auf Augsburg
gesetzt hat. Genau, so wird es gemacht. Also hier definitiv ein Spiel, auf das ich keinen meiner schwer verdienten Euros draufsetzen würde. Freiburg gegen Schalke sieht es da ähnlich aus. Auch ein Spiel, das beide Mannschaften irgendwie nicht wollen oder brauchen und die Welt schon gar nicht, außer vielleicht ein paar Freiburg-Fans, die hoffen, dass es wieder ein bisschen aufwärts geht, nachdem ja Freiburg nur eins der letzten fünf Spiele gewinnen konnte. Ja, und Schalke scheint jetzt langsam wieder zu alter Stärke zu finden, aber das wird natürlich nicht mehr reichen, um die Klasse zu halten, nachdem sie jetzt hier, einfach mal gewonnen haben. Der zweite Sieg in der Saison. Wäre schon eine krasse Überraschung, wenn die jetzt quasi zwei Spiele in Folge punkten würden, oder? Ja, deshalb kann man sich auch mal kurz die Quoten anschauen. Aber auch hier, das Spiel musste eigentlich gleich zum nächsten gehen. Macht keinen Sinn, darüber zu diskutieren, was wäre, wenn Schalke jetzt vielleicht nochmal in Folge so spielt. Das ist hingegen ein interessantes Spiel. Union Berlin gegen VfB Stuttgart. Zwei der Überraschungsteams dieser Saison. Die Berliner sind ja immer noch mit einer Hand an Europa dran. Und haben auch zuletzt nur eins der letzten fünf Spiele verloren. Und das war bei diesem verrückten 5:2 gegen Frankfurt. Aber dann haben sie jetzt den Bayern einen Punkt abgetrotzt. Und wir haben ja oft diese erwiesenermaßen existierende Statistik, dass es einen Bayern-Fluch gibt. Wenn eine Mannschaft gegen Bayern gewinnt, dass sie dann in den Spielen darauf nicht mehr gewinnt oder zumindest sogar nicht punktet. Und ich habe das untersucht, das gilt aber nur für Siege gegen Bayern, für Unentschieden gegen Bayern, kein Fluch. Union Berlin ist fein aus dem Schneider. Die werden dieses Spiel gegen Stuttgart nicht verlieren. Ob sie es gewinnen werden, da werden jetzt natürlich viele Stuttgarter aufschreien, hey du Sau, schon wieder gegen Stuttgart oder was? Ja, vielleicht, aber ich sage ja nicht, dass sie gewinnen. Ich sage auch nicht, dass Stuttgart das verliert. Ich sage, das ist ein klares 2:2 Unentschieden. Dann geh doch mal ganz kurz bitte nochmal auf die Asian Handicaps. Ich möchte da mal ganz kurz mir noch eine gewisse Quote anschauen, die mir persönlich taugen würde. Und das ist entweder Double Chance Stuttgart oder Asian Handicap 0 auf Stuttgart. Und die Begründung, deshalb bin ich nicht deiner Meinung, dass hier Union oder dass hier Stuttgart auf keinen Fall gewinnt oder was auch immer. Union Berlin hat fünfmal bisher gegen Stuttgart gespielt. Dabei gab es 4 Unentschieden und einen Sieg für den VfB. Das heißt, ich glaube weiterhin nicht, dass Union Stuttgart besiegen wird, haben sie noch nie geschafft. Aber auch wegen eben dem Bayern-Fluch, denn auch wenn du das untersucht hast, ein 1:1 für Union Berlin in München ist aus meiner Sicht wie ein Sieg zu sehen. Deshalb entweder X2 oder Asian Handicap 0 auf Stuttgart, meine Idee. Ja, ist ja nichts verkehrt dran, auf Stuttgart zu setzen. Die sind jetzt nicht die schlechtere Mannschaft. Das ist nur halt einfach ein Unentschieden. Also, bei Asian Handicap 0 verschenkst du halt einfach, dann kannst du es gleich lassen, wenn du auf Asian Handicap 0 setzt, weil die Quote mit 2,3 zwar einigermaßen attraktiv ist, aber Stuttgart dieses Spiel ja nicht gewinnen wird. Deswegen kannst du es gleich lassen. Wenn du das vorher schon weißt, hättest du es mir vor dem Video sagen können, dann hätte ich das mit einfließen lassen können. Ja, ich habe es ja gesagt, dass Stuttgart nicht gewinnt. Gedankenhut leben und das sagt, Stuttgart könnte mal wieder gewinnen. Auswärts. Ja, aber ohne Silas glaube ich nicht, dass die da jetzt so viel stärker sind. Also 3,5 Unentschieden wäre halt so meine Idee, deine Idee ist auf Stuttgart. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Die Quote ist eigentlich recht gut, aber was willst du machen? Lieber die Wette mit 3,5 auf X gewinnen oder nichts und das Geld wieder zurück beim Asian Handicap 0? Also ja, wie gesagt, ich kann mich da jetzt nicht dafür motivieren, wobei ich auch finde, diese 2,3 ist eigentlich ganz gut, aber keine Wette. Okay, das ist ja immer so, alles was kein Verlust ist, ist ein Gewinn. Das ist einfach mal im Wettsport so. Genau. Wolfsburg gegen Bayern, Dritter gegen Erster, Champions League gegen Champions League, Ausscheider. Bayern, ja, gewonnen in Paris, trotzdem ausgeschieden. Diese Auswärtstorregelung macht es möglich und natürlich, weil Bayern kein
zweites Tor gelungen ist. Egal, Vergangenheit, wie sehr steckt dieses Ausscheiden in den Knochen und ist immer noch bei den Bayern so viel Unruhe wegen Flick und Salihamidzic-Battle am Start? Können die Wölfe das ausnutzen? Das sind viele Fragen auf einmal. Ich denke, auch hier ist man mit einer unentschiedenen Viererquote gut bedient. Oder denkst du, die Bayern werden wieder einfach in den Killer-Modus umschalten, weil sie es irgendwo auch müssen, damit Leipzig ihn nicht zu sehr bis auf mögliche 2 Punkte auf die Pelle rückt? Ich kann ja das Spiel gar nicht einschätzen. Also wir haben hier auf der einen Seite den VfL Wolfsburg, der seit 11 Spielen sieglos gegen den FC Bayern ist. Wir haben einen angeschlagenen FC Bayern München, die aber hier mit einem Sieg englische Woche gleich mal für ein Statement sorgen könnten. Hey, egal gegen wen wir spielen, Leipzig und Co., ihr habt gar keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Also ich finde es sehr schwierig, auch von der taktischen Einstellung vom Glasner und den Wölfen. Wie gehen sie jetzt daran? Frühes Pressing in die Offensive, lange 0-0 halten. Ich habe bei dem Spiel so wenig Vorstellungen, wie beide Mannschaften auflaufen werden, dass es mir schwerfällt, hier für mich eine gute Wette zu finden. Ich kann mir ein Unentschieden sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ich kann mir einen Bayern-Sieg bei der Quote herbeidenken. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg gewinnt. Also das heißt, ich kann mit dem Unentschieden schon leben. Aber was machst du jetzt als VfL? Versuchst du gleich raufzugehen? Versuchst du vielleicht einen offenen Schlagabtausch zu machen? Oder spielst du so wie eigentlich in der ganzen Saison? Ja. Defensiv saustark. Ja, ich meine, die haben im Hinspiel ja sehr gut gespielt und auch es lange knapp gehalten, 2-1 verloren. Das war keine unbedingt verdiente Niederlage und deswegen denke ich auch zu Hause werden sie, weiß nicht, ob das so viel wert ist, zu Hause erstens in Wolfsburg und zweitens ohne Fans. 13 Heimspiele in Folge ungeschlagen, der VfL Wolfsburg. Naja gut, aber die haben ja allgemein einen guten Lauf, also da ist natürlich dann auch die Heimspielbilanz gut und eine Viererquote beim Unentschieden gefällt mir hier am besten, weil ich irgendwie gerade an den Bayern ein bisschen zweifle und Wolfsburg, klar, die haben jetzt gegen Frankfurt 4 Gegentore kassiert, das ist jetzt aber nicht die Regel gewesen. Und ja, vielleicht läuft es gegen Bayern dann wieder komplett anders. Wir sehen ein Low-Scoring-Game und wenige Tore. Und das spielt dann natürlich den Wolfsburgern in die Karten. Und diese Viererquote, ja, wäre doch auch vor allem für die Bundesliga gut. Weil, also ich meine, da kann man Bayern-Fan sein, so viel man will. Man hofft doch einfach, dass sie nicht Meister werden. Auch wenn die Alternative mit RB Leipzig vielleicht für den einen oder anderen noch unattraktiver sein mag. Für mich wäre es, ich fände es geiler, ehrlich gesagt. Und das sage ich als Münchner. Also da habe ich echt nur den deutschen Fußball im Kopf, weil es ja immer nur den gleichen Meister, was bringt's? Also, Leverkusen, Köln, das, da bin ich jetzt echt auch ein bisschen verwundert, dass dieser Gisdol entlassen wurde. Klar stimmten die Ergebnisse nicht, wie man unschwer erkennen kann. Andererseits musst du natürlich auch schauen, welche Gegner die Kölner hatten. Und das waren eigentlich alles ziemlich starke Gegner. Das habe ich hier aus Versehen woanders hingeschalten. Dann überbrücke ich noch ganz kurz, indem ich sage, wir haben uns auf dem Wolfsburg-Bayern unentschieden geeinigt als Wette, oder? Ja, gerne. Okay. Danke. Ja, und jetzt mit Friedhelm Funkel als Retter, weil Gisdol wieder erwarten mit dem Kölner Kader nicht die Champions League Quali geschafft hat. Denn klar, gegen Mainz sieht jetzt blöd aus, gegen die vogelwilden Mainzer zu verlieren, aber andererseits sind die Mainzer der 5. in der Rückrundentabelle. Also derzeit die 5. beste Mannschaft in Deutschland, schwer zu glauben. Und dass sie gegen Wolfsburg verlieren, die sowieso fast nie verlieren und 3. in der Tabelle sind, ist jetzt auch keine Schande. Dass sie gegen Dortmund punkten, ist eine super Leistung und sogar Pech gewesen. Dass sie gegen Union Berlin verlieren, mein Gott, das kann schon mal vorkommen und so weiter. Also das ist keine Mannschaft, die gegen den Trainer spielt oder eine Mannschaft, die total kopflos ist wie manche andere. Das ist eine Mannschaft, die aus geringen Möglichkeiten mit einem Spielermarktwert von um die 100 Millionen wirklich das Allermaximalste herausgeholt hat.
Und dann feuern die denjenigen, der dieses Kunststück möglich gemacht hat und in solchen Situationen, wo es seit Wochen eigentlich schlecht lief, immer noch ruhig war und immer noch irgendwo es geschafft hat, dass sein Team gegen die superstarken Mainzer zwei Tore schießt. Also ja, da bin ich irgendwo auch ein bisschen traurig für Gisdol. Auf der anderen Seite, ja, jetzt ist er weg, kann man nicht mehr ändern. Friedhelm Funkel hat ja schon mal versucht, Köln zu retten, 2003, hat sie ja auf Platz 18 übernommen und ist abgestiegen. Also die Retter-Skills von Funkel, ja, die sind schon irgendwo vor ein paar Jahrzehnten mal da gewesen. Gegen Leverkusen, dass Köln da was reißt, glaube ich nicht. Im Gegenteil, glaubst du an den Funkel-Effekt? Ah, ich würde jetzt auch ganz gerne noch meine zwei Cents zu dieser Meinung äußern. Ich finde es auch dumm, den Gisdol jetzt rausgeschmissen zu haben. Ich meine, warum nicht dann schon vor ein paar Wochen oder gar Monaten? Wie du schon gesagt hast, sie haben echt eigentlich gut gespielt. Der hat die Talente gefördert. Also das heißt, du hast mit dem Funkel auch definitiv keinen Umbruch von der Philosophie, Jugendförderung und was auch immer. Und sie waren ja sogar nach 60 Minuten vorne gegen Mainz. Also das ist eine ganz komische Rausschmiss von ihm. Und das Einzige, was man jetzt sagen könnte aus Kölner Sicht, sie haben sich ein bisschen Abfindung gespart, weil sie ihm ein Monatsgehalt noch gegeben haben für die paar Niederlagen. Also komische Nummer. Leverkusen hat ja auch sich für einen neuen Trainer entschieden. Bei denen macht es aber Sinn. Die haben wirklich jetzt lange an Peter Bosz festgehalten, trotz Niederlage nach Niederlage nach Niederlage. Bringt Hannes Wolf jetzt was? Zwei Spiele gegen mit die schlechtesten Mannschaften von der Formkurve in der Bundesliga. Einen knappen Sieg gegen Schalke und 0-0 gegen katastrophale Hoffenheimer in der Rückrunde. Also das spricht jetzt auch nicht dafür, dass da wirklich was passiert ist. Deshalb muss... Die Null ist aber beide Male gestanden. Außer gegen Schalke, oder? Na, 1-0, oder? Na, 2-1 war das. Ja, der Hunter aber du hast getroffen. Recht, immerhin Sorry. Einmal schon... gegen Hoffenheim. Ich bin gespannt. Also man kann, finde ich, nicht wirklich einschätzen, ob Leverkusen schon wieder back on track ist. Dazu hast du Köln mit einem neuen Trainer, der natürlich super erfahren ist. Okay, finde ich auch schon wieder schwierig, hier bei einem Derby eine Wette zu platzieren. Total, aber ich finde trotzdem, Leverkusen wird im Aufwind unter Hannes Wolf dieses Spiel gewinnen. Ob es mit zwei Toren Vorsprung ist, sehe ich gerade nicht, weiß ich nicht, glaube ich aber. Deswegen diese Asian Handicap minus 1 auf Leverkusen mit 2,16 gefällt mir gut, weil ich eher glaube, dass der Trainerwechsel Köln die jungen Kölner Spieler eher verunsichert, als sie weiterbringt, weil die ja wirklich gut gespielt haben und ja, es nicht verdient haben, jetzt quasi so einen neuen Trainer zu haben. Ist ja auch schwierig von der Spielerseite her, sich an den neuen Trainer zu gewöhnen. Und da ist, ja, echt schwierig, aber ich verstehe natürlich, wenn man lieber nicht wettet da bei diesem Spiel. Ich habe Bock auf deine Argumentation. Und ich habe auch Bock, dass Köln verliert, weil die den Gisdol rausgeschmissen haben. Genau, so. Ich war nie ein Fan von Gisdol, aber das hat der gute Mann nicht verdient. Ich habe das immer okay gefunden. Wenn du schade, dass du schon Geburtstag hattest dieses Jahr, fand Gisdol immer okay, ist ein guter T-Shirt-Spruch irgendwo. Naja, bei Dortmund gegen Bremen, da haben die Bremer in den letzten Spielen, in den letzten Direktduellen gegen Dortmund eigentlich immer relativ gut ausgesehen. Dortmund jetzt gerade in der Champions League gescheitert. Im englischen YouTube-Kanal von Otspedia habe ich gesagt, wenn Dortmund gegen City klar ausscheidet, dann rächen sie sich dafür an Bremen und schießen die in der Liga ab. Jetzt sind sie natürlich nicht klar ausgeschieden, aber irgendwo dann doch mit zwei Niederlagen, 2-1, haben aber nach der Halbzeit schon irgendwie ja, an das Wunder geglaubt. Schwierig einzuschätzen. Sind sie erschöpft? Wollen sie jetzt in der Bundesliga einen schwächeren Gegner mit der gleichen Leistung vom Feld ballern? Vor allem Haaland, der blass war gegen Manchester City, ist ja bekannt dafür, dass er nach solchen eher unscheinbaren Auftritten gegen schwache Defensiven hart zuschlägt. Andererseits, ja, Bremen, was können die dagegen halten? Auch schon wieder, Radek, das ist ja wieder das nächste Spiel, wo
Du, finde ich, als Quotentipper, Wetttipper oder wie man es nennen möchte, eine sauschwere Entscheidung zu fällen hast. Die 8er-Quote hat definitiv Value, die 1,4er-Quote nicht. Mhm. Die letzten vier Spiele, da hat Dortmund nur eins von gewonnen. Aber Werder hat, also gegen Bremen, aber Werder hat in der Liga so schlecht gespielt, dass man auch sagen muss, die waren vor 2, 3, 4 Wochen ganz weit weg vom Abstiegskampf. Momentan haben sie mit der Formkurve, die die anderen Teams teilweise zeigen, fast schon eine mit der schlechtesten Karten. Und gegen Dortmund, weiß ich nicht. Gut, die müssen halt auch punkten, aber gegen Frankfurt oder ja, da noch in die Champions League zu kommen, das wird natürlich ein hartes Stück Arbeit. Und nichtsdestotrotz kann Dortmund dieses Spiel unmöglich verlieren gegen diese Bremer, oder? Also ja. Da ist selbst diese 1,4er-Quote doch irgendwie gar nicht so schlecht. Und Asian Handicap minus 1 auf Dortmund ist 1,6. Ist nicht so wirklich attraktiv. Wenn, dann müsste man hier mit voller Überzeugung auf Asian Handicap minus 1,5 Dortmund gehen. Das rechtfertigt allerdings die Dortmunder Mehrfachbelastung. Weiß ich nicht. Schwierig ist mir irgendwie zu wischiwaschi alles und dann lässt man es lieber. Genau. Du hast halt hier auch die Möglichkeit, dass es ein ähnliches Spiel wird wie Bremen-Leipzig, dass es ein 3-0, 4-1 für Dortmund wird. Es könnte ein 5-2 werden. Genauso gut könnte es ein 0-0 werden. Wir wissen, Werder kann in dieser Saison richtig gut mauern. Wir wissen, dass Dortmund eine Mehrfachbelastung gerade hat. Und ich glaube, in der Mannschaft gibt es da bestimmt. Ich weiß nicht, inwiefern die eine Mannschaft sind. Auf der einen Seite hast du Haaland, der mehr mit der Zukunft sich zu beschäftigen scheint, wo er nächstes Jahr spielt. Dann hast du den Emre Can, der diverse Fehler in der Champions League macht und, glaube ich, auch in der Liga in den letzten Wochen nicht so gut spielt, aber den Anspruch hat, ein Star zu sein. Dann hast du viele Junge, die da irgendwo reinwachsen wollen, aber nicht tun. Ist schwierig. Hm. Ja, alles in allem, also dann Finger weg. Obwohl es ein, ja, wie gesagt, ein Must-Win für Dortmund mal wieder ist, aber wie viele Must-Wins haben die Dortmunder denn schon gehabt? Und Trainerdebüt hier beim letzten Spiel. Und ich sehe es schon, wir werden das erste Mal, glaube ich, die 30 Minuten im Video knacken, wenn wir jetzt nicht super schnell sind. Der Dardai hat Corona, gute Besserung auf dem Weg. Aus irgendeinem Grund wird das Spiel trotz diverser Kontakte nicht abgesagt und anscheinend, zumindest stand jetzt, und Arne Friedrich coacht die Hertha im gut oder schlecht wichtigen Spiel gegen Mainz, die ein unglaublich schweres Restprogramm noch haben. Und ich glaube, gegen Hertha dürfen sie auf gar keinen Fall verlieren, um zumindest vor ihnen zu bleiben. Ein Sieg von Mainz sehe ich jetzt nicht unbedingt, auch wenn sie auch wieder tolle Comeback-Qualitäten gezeigt haben. Mit dem Rückstand gegen Köln noch in der letzten Minute ein 3-2 rausgeholt. Und das war geil, hat ja auch unser Stürmer, dessen Namen ich gerade vergessen habe, gesagt. Also, was traut man der Hertha zu? Die Quote auf Berlin hat Attraktivität, oder? Ja, aber die Frage ist wirklich, wie viel macht so ein Trainer an der Seitenlinie während eines Spiels aus? Ein Arne Friedrich, der noch nie bei einem Bundesligaspiel gecoacht hat, steht jetzt da an der Seitenlinie in einem der wichtigsten Saisonspiele, während ein Paul Dardai ja schon eher der Typ ist, der bei solchen Spielen vielleicht mit seiner Mentalität und seinem Ehrgeiz da die Spieler immer wieder nach vorne peitscht und wachrüttelt, so schätze ich ihn ein. Ein Klopp zum Beispiel an der Seitenlinie ist ja ähnlich temperamentvoll. Denk schon, dass der was bringt, wenn der draußen steht. Ähnlich vielleicht bei Dardai auch. Oder vielleicht verunsichert er mit seinem Gehüpfe auch die Spieler ein bisschen. Und sie sind froh, dass jetzt der Arne Friedrich vielleicht ein bisschen ruhiger auf sie einwirkt. Andererseits hat Arne Friedrich nicht mal auch sogar bei Mainz gespielt. Ich wittere hier eine große Verschwörung. Und im Endeffekt
echt, echt schwierig. Also ich denke ja, es schadet Hertha, dass Dardai dann nicht coacht. Und hätte grundsätzlich sowieso nicht gedacht, dass die hier mehr als einen Punkt holen, weil die Mainzer auch zu bombastisch in letzter Zeit waren. Hertha hätte gegen 10 Gladbacher das Spiel eigentlich gewinnen können müssen, weiß ich nicht. Waren 90 Minuten ein Mann mehr, aber hat ihnen nicht wirklich geholfen über dieses 2-2 hinaus. Mainz hingegen, ja, hat brutal Moral gezeigt, gegen superstarke Kölner 3 Tore geschossen. Im Endeffekt läuft vieles auf einen Unentschieden raus. Die Unentschiedenquote mit 3,3 finde ich ein bisschen niedrig. Nichtsdestotrotz macht das in meinen Augen am meisten Sinn, weil beide dürfen nicht verlieren. Beide haben wahrscheinlich Höllenangst zu verlieren und wollen gar nicht so sehr gewinnen, weil sie viel mehr Angst vor dem Verlieren haben und deswegen ein X mit 3,3. Genau, in die englische Woche mit einer Niederlage zu starten, wäre für beide fatal, weil dann wird der Druck umso größer in den nächsten beiden Spieltagen. Dann hätten wir nämlich an dem Spieltag 3 Spiele, auf die wir mit einem Unentschieden gehen würden. Das heißt, eins davon muss fallen, dann hätten wir diesen Kampf der Unentschieden schon mal gewonnen. Ich finde, dass wir einen unglaublich attraktiven Spieltag haben, der aber wahnsinnig schwer zu tippen ist. Wir haben ja manchmal so Spieltage, wo es fast keine spannenden Spiele gibt, aber hier gibt es in jedem Spiel so eine richtig geile Story und ich freue mich drauf. Ja, deswegen auch das Video über 30 Minuten und fassen wir zusammen. Wir glauben, dass Leipzig gegen Hoffenheim gewinnt, aber waren nicht Manns genug, nochmal auf Asian Handicap Leipzig zu gehen. Wir denken, oder ich denke, Gladbach und Frankfurt trennen sich unentschieden. Du hast aber dein Veto eingelegt, weil du eher auf Frankfurter Seite bist und das Asian Handicap 0 auf Frankfurt attraktiv fandest. Das verwechselst du, da haben wir uns das auf Unentschieden bei geeinigt. Okay. Da haben wir Bielefeld, Hände weg. Freiburg, Schalke, Hände weg. Union Berlin, da konnten wir uns nicht einigen. Dafür ist das nächste Unentschieden jetzt bei Wolfsburg gegen Bayern. Mit einer Viererquote, ja genau. Und ich habe ihn überzeugt davon, dass Leverkusen mit Asian Handicap minus 1 bei einer Quote von 2,16 echt eine gute Wette gegen Köln ist. Und wenn ich mir das jetzt nochmal so länger einrede, finde ich es immer besser. Ja, da geht mir auch einer ab. Genauso würde mir einer abgehen, wenn Mainz gewinnt. Allerdings ist die Wette Mainz-Hertha unentschieden für uns. Quote 3,3, also viele interessante Spiele, also die Bundesliga geht ja auch auf die Schlussgerade. Schreibt gern eure Tipps in die Kommentare, immer schön freundlich bleiben und vor allem like, like, like und dann bis bald. Ja. Und echt krass, wenn du das bis zum Ende angeschaut hast. Danke dir, dir einer Person. Kuss.